Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Showdown Randomizer. Ja, es geht mal weiter mit Pokémon Showdown Randomizer, geschweige denn es geht auch mal weiter mit irgendwelchen Videos hier auf dem Kanal. Ich lade jetzt hier gerade das neue Video hoch, was ihr gestern gesehen habt, also am 5. Ich nehme das jetzt hier auch gerade am 5. auf, weil ich ja jetzt mich ein bisschen darauf vorbereiten möchte auf die nächsten Tage. Habe ich alles in dem Video hier erklärt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall auf dem Kanal einen Tag davor hinschauen, also bei den Videos beim Vorbeischauen. Dort erkläre ich nämlich, wieso keine Videos kamen und wann jetzt wieder Videos kommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Pokémon Showdown Randomizer, indem wir uns das neue Pokémon hier generieren lassen. Das wäre die 329. Ich habe so das Gefühl, dass diese 300er Zahlen hier bei dem Randomizer ganz gut gesehen sind. Ich glaube, Vibrava hatte ich schon mal. Das möchte ich mal eben nachschauen. Oder war das nur mit Lukas? Hier ist kein Vibrava, hier ist kein Vibrava, hier ist kein Vibrava, nein. Das ist auch mein Polyus-Team. Nein, nein. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal ein Vibrava hatten. Naja, ist ja egal, dann packe ich Vibrava mal rein. Oh, das heißt auch Vibrava auf Eng im Englischen. Gut, dann hätte ich das auch so eingeben können. Das ist sogar ein Polyus. Das ist echt ein Polyus. Das ist nicht im Not Fully Evolved. Okay. Nicht schlecht. Vielleicht kann das ja was. 564. So. Habe ich noch nie in irgendeinem Team gesehen. Hä? Was habe ich? Jetzt habe ich das nicht. Jetzt habe ich das nicht kopiert. So. Galapafloss, oh mein Gott. Kannst du nicht auf Karipas gehen? Scheiße, Galapafloss. Was habe ich mit so einem Scheiß? Das geht ja überhaupt nicht, ey. Little Cup, ey. Tja, das kann ja was werden. 213. Oh, wollen wir mal luschern. Potrot, ja, don't fuckle with Shuckle. Geil, Alter. Schackel, Alter. Potrat, ey, das war ja klar, dass irgendwann dieser Moment kommt. Ich warte immer noch auf diesen Moment, wo wir Marvel Canyon benutzen können. Aber Potrot, Alter. Ja, supi. 687. Potrot. Ja, oh! Hey, wenigstens mal was Gutes. Ey, es war never used, aber ist mal wenigstens was, was wir mal. Oh, da muss ich kurz ausstoßen. Ist mal wenigstens was, was wir mal hier gut benutzen können, mal. Ja? 560 sehe ich auch nicht allzu oft zum Pokémon, ja? Und mal endlich wieder ein Full Evolved. Scrafty hier, Hoodlum Scrafty, Alter. Heute die YouTuber-Edition. Wer kennt Hoodlum Scrafty? Einmal Hand heben, ne? Hier, ich heb meine Hand. Hoodlum Scrafty, richtig cooler YouTuber. Englischer YouTuber, aber richtig cool. Guck ich liebend gerne seine Videos. Und Schluppuck. Ja, supi. Naja, müsste ich mich von den ganzen hier entscheiden. Ja, müsste ich mich von denen hier entscheiden. Ich tendiere zwischen, also entweder Galapafloss oder hier Gulpin. Was kann Galapafloss? Stealth Rock. Ja, könnte er erlernen. Kann der Stealth Rock? Nein, kann er nicht. Kann der Spikes? Nein, kann er nicht. Kann er Toxic Spikes? Nein, kann er auch nicht. Ja, dann werde ich ihn hier raussetzen. Dann kann ich Galapafloss hier als ja, als Lead reinsetzen, damit er irgendwie, keine Ahnung, unter einen Stein raushaut oder so. Naja, 210. Bitte irgendwas Gutes. Granbull, okay. Ein Feen-Pokémon, ist doch auch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. So, wieder weg. Granbull aus dem Raleus wieder hochziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Team zusammengebaut habe. Also bis gleich. Das Team ist nun fertiggestellt, wie man hier oben so schön sehen kann. Ich höre mir gerade, beziehungsweise jetzt gerade nicht mehr, aber vorhin so einen schönen Song an. Für alle, die das kennen, die wissen ja, wie schön dieser Song ist. Ich mag irgendwie letzte Zeit richtige Cancer-Songs, aber na, das ist jetzt ein anderes. Das ist das. Nein, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Das Team sieht wie folgt aus. Das hier ist Vibrava. Das hier ist, habe ich schon den Namen wieder vergessen. Das hier ist Potrot. Das hier ist Calamaro oder wie das Teil nochmal heißt. Das sieht ziemlich episch aus. Der Name ist aber nicht so wirklich episch. Das hier ist Irokix. Und das, mein Lieben, ist Granbull. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ja, hier für Granbull Strategie und Moveset immer eine sehr gute Seite von Pokéfans, ja, benutze ich ziemlich gerne, muss ich sagen. Naja, dann wollen wir mal in einen Kampf reinstreiten. Ich glaube, ich kann Underuse damit spielen, ich weiß nicht. Ja, doch, kann ich damit spielen, weil ich Portrott war, ja, genau, wegen Portrott, weil der halt Borderline 2 war. Genau, jetzt weiß ich es auch noch. Ich war mal halt nicht allzu wirklich sicher. Ich habe irgendwie gesehen, wie Brava ist gar nicht im Polyused.
Der ist normalerweise wirklich im Not Fully Evolved, habe ich gesehen gehabt. Das stand bei Smogon in der Meta drin. Das war bei Pokéfans auch der Fall, eigentlich so gut wie überall. Hier haben wir einen, der heißt Nifa stinkt. Gut. Grüße gehen raus an Nifa. Du stinkst anscheinend. Also, wen auch immer der als Lead raussetzt, ich habe Angst vor dem Team irgendwie. Aber ich setze jetzt zuerst hier den, ja. Natürlich. Das war ja irgendwie klar, dass du Zapdos einsetzt, während ich ein Wasser-Pokémon hier einsetze. So schlimm finde ich das aber gar nicht, denn du hast eine leichte Stealth-Rock-Schwäche mit Aerodactyl und Zapdos. Und Entei, deswegen setze ich Stealth-Rocks ein. Ich meine, ich habe Sturdy, ja, wollte gerade sagen, Toxicen kannst du mich meinetwegen, ich habe Sturdy. Von daher kannst du das meinetwegen machen. Ja, dann werde ich die auch nochmal direkt mal Toxin hier. Ach, natürlich bist du ein Defogger. Ach, und Toxic Mist, ja. Ja, geil, Alter. Richtig cool. Richtig cool. Dann, ja, natürlich kommt da der Thunderbolt, der auch noch ein Critical Hit war. Wow, das läuft ja schon mal richtig gut. Wow. Irgendwie möchte ich jetzt irgendwie Shuckle einsetzen, um den Typen so richtig auf den Sack zu gehen. Da habe ich gerade irgendwie mega Lust drauf. Und ich glaube, ich mache das auch. Don't fuckle with Chuckle heißt das jetzt. Und dann würde ich mal sagen, ich setze mal zuerst einmal. Wollen wir mal anfangen mit Shell Smash oder wollen wir erstmal direkt mal anfangen abzufacken? Ich fange jetzt mal mit Abfuck an. Natürlich setze auch Toxic ein. Dagegen habe ich aber nichts einzuwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dagegen habe ich echt nichts einzuwenden. Und jetzt einfach einmal mal Sticky Web. Ja, okay, das habe ich mir auch schon irgendwie fast gedacht. Dafür habe ich dich einmal Sticky Webbed. Ja, Sticky Webbed habe ich dich jetzt einmal. So, Power Split. Oh, mal schauen. Ja, das war auch irgendwie klar. Oh, Hone Claws. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, wobei Shell Smash hat mir jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht. Wieso setze ich Shell Smash ein? Verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht einsetzen. Ich sollte jetzt so schnell wie möglich switchen. Am besten zu so einem Pokémon, das gegen ihn ganz gute Wahl. Aber wow, wer hätte das erwartet? Hier, Malamar. Richtig gute Idee eigentlich. Scheiße, er greift sofort an. Ah, das macht sehr guten Schaden. Scheiße, und der ist auch noch schneller als ich. Weil jetzt hätte ich nämlich ziemlich gerne Topsy-Turvy eingesetzt, weil Topsy-Turvy macht seinen ganzen Scheiß dann wieder andersherum. Aber naja, wie das aussieht, greift er mit Stone Edge ein. An. Ja, jetzt habe ich natürlich hier sehr schlechte Chancen gegen ihn, aber ich setze mal Shuckle ein. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Schaden wegen den guten. Wow. Das war jetzt mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Ich dachte jetzt, weil ich so gut was tanke, macht das trotzdem nicht mehr allzu viel Schaden, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber anscheinend nicht wirklich. Das ist jetzt Kacke. Ich glaube, ich habe verloren. Ich glaube, ich habe verloren. Geil. Traurigste Folge bisher. Wow. Komm, vielleicht einmal Tailwind, sodass ich vielleicht schneller bin mit ihm hier und dass ich dann was einsetzen kann. Naja, nee, Switch sogar. Perfekt. Dagegen habe ich echt nichts einzuwenden. Ja, dann machen wir das mal direkt. Wenn er jetzt mit so einem richtig Overprediction da kommt und. Salt Stance, geil! Damit kann ich sogar leben. Topsy-Turvy, komm. Komm, setz nochmal Salt Stance ein. Ja, was? Nein, scheiße, er setzt nicht Topsy-Turvy ein. Er setzt nicht nochmal Salt Stance ein. Schade eigentlich. Aber ich kann jetzt einmal Superpower einsetzen. Ja, das kannst du meinetwegen einsetzen. Superpower, weil das raced jetzt. Ja, es raced mich jetzt hier hoch und dann habe ich auch noch Leftovers. Das ist doch jetzt cool. Jetzt nochmal Superpower, weil es boostet mich jetzt immer weiter. Was? Wieso macht Waterfall so viel Schaden? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe mich hochgeboostet. Pass mal auf, jetzt einfach allein zu sehen. Das jetzt einfach mal zu betrachten. Ich hatte. Natürlich hatte er, wie heißt hier, die Hälfte seines Angriffes gehabt, als er das eingesetzt hat gegen mich. So, ich hatte ungefähr 50 HP, 50% HP, habe mich runtergehauen auf circa 25, also die Hälfte ungefähr. So, danach habe ich Superpower eingesetzt, das hat meinen Verteidigungswert um 1,5 wieder geboostet. Sein Angriff war dann oft ganz normal. Dann hatte ich durch zweimal Leftovers Recovery, hatte ich dann, wie viel war das ungefähr, um die 40 gehabt. Das macht doch eigentlich kein Sinn. Was soll denn der Scheiß? Ne, ich hatte ungefähr 35 HP, glaube ich. Egal, das ist doch. Alter, willst du mich veräppeln? Jetzt hat er auch noch 1,5. Ach, das ist doch. Jetzt mal ohne Scheiß.
Also ehrlich, abfacken könnte jemand anderes, aber das finde ich jetzt ziemlich beschissen. Muss ich jetzt mal hier rauslassen. Das finde ich jetzt aber richtig beschissen, muss ich wirklich sagen. Naja, egal. Power-Up-Punch, der switcht doch wahrscheinlich eh. Also, der switcht nicht, der bleibt einfach. Ja, jetzt hat er das natürlich geboostet, ne? Und dann denkt er sich so, kann ich ja gut benutzen. Nö, da gehe ich nicht aus. Kannst mich mal am Arsch lecken, nö. Ja, ich merke schon, wie das bei dir abläuft. So, er setzt wahrscheinlich jetzt ein Flug-Pokémon ein, sodass Sticky Web nichts bringt. Ich kann mir da nichts anderes. Ja, das war schon klar. Und ich habe diesen Kampf verloren. Das steht eigentlich auch schon fest. Ich habe den wirklich verloren. Ich habe den einfach verloren, den Kampf. Weil ich meine, was soll ich denn jetzt noch tun, ne? Ja, ist mir jetzt egal. Tailwind, komm, du besiegst mich ja eh hier. Besieg mich einfach. Wirklich, es ist egal. Hier auch mit dem Eis Crunch, wollte ich schon fast sagen, mit dem Eisfang, das hätte auch nicht allzu viel gemacht, ganz ehrlich. Dieser Kampf ist verloren. Dass er da Entei einsetzt, war mir schon fast klar. Ich wusste nicht, ob er wirklich weiß, dass ich Eisfang besitze. Vielleicht, ach, schade, kriegen wir nicht, aber dann kann ich ja einmal Earthquake einsetzen. Ja, natürlich Sacred Fire, alles klar. Und natürlich kriege ich den Burn. Ich weiß nicht, wie es mit Sacred Fire aussieht. Hat das eine hundertprozentige Burn-Chance? Das schaue ich jetzt mal ganz kurz nach. Wenn nicht, dann ist Pech wieder auf meiner Seite. So. Wollen wir mal nachschauen. Ja, lad mal ein bisschen schneller. Wie wär's denn damit? Na, okay, dann setze ich hier das letzte Pokémon ein. Das will ich mir jetzt eben da unten anschauen hier. Ah, 50%. Na, dann ist es schon mal besser. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich ging jetzt davon aus, irgendwie so um die. Ach, guck mal, der hat sogar Speed weniger und ich bin immer noch langsamer. Naja, ist ja auch egal, Leute. Das war's dann mit dem heutigen eher traurigen Kampf. Sorry, also wirklich, irgendwie heute war irgendwie der Wurm drin. Aber in irgendeiner Folge mussten wir eh mal richtig verkacken, ja. Die letzten Folgen waren ja so gut eigentlich. In irgendeiner Folge war es irgendwie klar, dass wir verkacken. Naja, wie dem auch sei, morgen kommt da wieder ganz normal Bloody Platina Sock Challenge und ja, darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Und tschüssikowski.